Lecker, lecker Wetter. Guten Tag, Glück auf. Herzlich willkommen zu einem neuen Do-it-yourself-Video. Ich gehe glaube mal rein. Mal ein bisschen in den Schatten. So, der Plan heute ist der Einbau einer solchen Dashcam mit Rückfahrkamera. Und das Ganze ist in einem Innenspiegelsystem verbaut. Sollte dich das Thema interessieren, würde ich sagen, bleib dran, wird spannend. Das Video werde ich in mehrere Abschnitte unterteilen. Dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Sprungmarken setze ich unten in die Beschreibung rein. Dann, wenn der Einbau geklappt hat, dann gibt es ein paar Bilder von der Dashcam und von der Rückfahrkamera. Und ja, mein persönliches Fazit, vielleicht auch Vor- und Nachteile, werden wir mal sehen. Okay. Also es gibt mehrere Gründe. Zum einen, ich brauche eine Rückfahrkamera, ich habe nämlich keine hier drin und ich bin ja relativ oft auch mal allein unterwegs mit meinen Business-Camping-Reisen. Und da ist rückwärts einparken alleine ohne Kamera, ne, geht eigentlich gar nicht. Zum anderen ist es natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Ich möchte schon wissen, wenn ich auch irgendwo rückwärts fahre oder ausparke, ob da keine Kinder spielen oder dergleichen. Zum anderen wollte ich keinen separaten Monitor irgendwo hier auf der Armaturentafel verschrauben. Ja, das ist so. Das waren so meine Beweggründe, warum ich mich für so ein Innenspiegelsystem entschieden habe. So, jetzt gehen wir mal kurz in die Verpackung rein und schauen mal, was alles dabei ist. Ja, das ist der komplette Inhalt, wie er hier angekommen ist. Spiegel, ganz klar, der Hauptdarsteller. Dann gibt es ein Anschlusskabel, 6 Meter mit so einem 5-Pin und ein rotes Kabel für den Rückfahrscheinwerfer. So, dann haben wir einen Stromanschluss. Ich glaube Micro-USB auf Zigarettenanzünder. Das Kabel ist 3,50 Meter lang. Separates Aufladekabel für den Spiegel vermutlich. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung, auch in Deutsch. Haben wir hier zwei solche Klammern, Halteklammern, Gummis für den Spiegel dran zu machen. Das machen wir später. Dann gibt es hier noch 5 von, ja, so Klebepads. Das sind so eine Kabel, kann man sehen. Solche Kabeldurchführung, vermutlich um die an eine Scheibe festzumachen oder wo auch immer. Und dann haben wir noch eine Rückfahrkamera, auch mit so einem Anschluss, 5-Pin. Ja, das ist doch mal ein reichhaltiger Inhalt, würde ich sagen, von diesem Short-Tau-Innenspiegel oder Short-Tau-Dashcam. So heißt das Ding. Ich verlinke aber auch mal alles unten in der Beschreibung. So heißt es. So, zur Kabelverlängerung sei noch erwähnt, das sind ja nur 6 Meter. Da gibt es noch Verlängerungspakete. Ich glaube 10, 15 und 20 Meter Verlängerung. Verlinke ich auch mal alles da unten. Thank you.
Jo, ganz schickes Teil, ne? So von der Qualität her würde ich sagen, rappelt nichts, klappert nichts. Die Dashcam hier ist auch einstellbar. Gehäuse ist verschraubt. Sehr gut. Ja. Schauen wir uns mal das Menü an, oder? Da gibt es jede Menge Dinge, die man noch einstellen kann. Die wesentlichen Menüpunkte gehe ich mal kurz mit euch durch. Das ist der Startbildschirm. Auf der ganz rechten Seite sieht man oben Batteriestatus. Darunter diesen Stern. Das ist der Nachtmodus. Und das Schloss bedeutet, dass ich die Aufnahmen vor Wiederlöschen sichern kann. Bei dem Button hier kann ich die Aufnahme starten und stoppen. Und ich habe hier nochmal die Möglichkeit, den Ton oder die Tonaufnahme auszumachen bzw. anzumachen. Ja, gehen wir mal in die Einstellung rein. Da sieht man drei Kategorien: Video, noch und Einstellungen. Ja, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen peinlich. Soll heißen Video, Fotografie und Grundeinstellung. Wir gehen mal ins Video rein. Da kann ich die Dashcam einstellen. Die Auflösung 1080p oder 720p. Da kann ich noch die Loop-Aufnahmen steuern. Ganz aus oder bis zu 3 Minuten einstellen. Belichtung, ja, okay. Motion Detection. Also Bewegungserkennung, den kann ich an- oder ausschalten. Und mit dieser Funktion kann die Kamera die Aufnahmen automatisch starten, wenn sie zum Beispiel eine Bewegung erkennt oder dergleichen. So, dann gehen wir mal einen Reiter weiter. Da kann ich das Audio aufnehmen. Da kann ich nochmal separat ein- oder ausschalten. So, dann gibt es noch einen Datumsstempel, den kann ich auch an- oder ausschalten. Und dann kommt der G-Sensor. Ja, beim G-Sensor ist es so, dass wenn eine starke oder deutliche Bewegung des Fahrzeuges erkennbar ist, sperrt dann der Spiegel automatisch die letzte aktuelle Aufzeichnung. Da kann ich auf jeden Fall noch die Empfindlichkeit einstellen. So, der Parkmonitor, den kannst du verwenden, damit du dein Auto beim Parken schützen kannst. So, wenn du diese Funktion aktiviert hast, dann und das Auto geparkt wurde, schaltet sich die Kamera im Standby-Modus. Und wenn dann irgendwo ein Parkrempler stattfinden sollte, schaltet sich die Kamera automatisch ein und nimmt dann ein kurzes Video auf und fährt automatisch wieder runter. Hier hast du auch die Sensibilität, die du einstellen kannst. So, gehen wir mal wieder raus und gehen in die Fotografie. Ja, da sei gesagt, Fotos kann das Ding auch schießen. 12 Megapixel, ja, die Qualität kann ich einstellen, Schärfe, Weißabgleich. Dann kann ich noch die ISO einstellen und ja, guckt euch mal an. So, kommen wir nur zu der Grundeinstellung. Da kann ich auf jeden Fall schon mal die Sprache einstellen. Gehen wir mal wieder raus. So, Format, das ist praktisch mit wie viel Hertz aufgenommen wird. 50 oder 60 Hertz kann ich hier auswählen. Das Volumen, die Möglichkeit, die Lautstärke einzustellen. Gehen wir wieder zurück. Die Frequenz, okay, da ist jetzt keine Karte drin. Frequenz ist aber auch erstmal grundsätzlich schlecht übersetzt. Das soll formatieren heißen, und zwar formatieren der SD-Karte. So, Reiter 3 von 3. Da gibt es einmal die Standardeinstellung. Da kann ich alles wieder zurück auf die Werkseinstellung stellen. Datum, Zeit ist dann, ja, kann ich einstellen, muss ich noch machen. Und die Version, ja. Ob sich da jemals ein Update auffinden lässt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber gut, das war das Menü. Puh, ist schon ein bisschen was gewesen, ne? Aber dafür gibt es ja die Sprungmarke, wenn es zu so langweilig wird, weitermachen. Und ja, ich würde sagen, jetzt sind wir soweit. Wir starten mit dem Einbau. Ich freue mich. Bis gleich.
Also jetzt möchte ich euch noch mal zeigen, im Groben, wie ich mein Kabel verlegt habe. So, das habt ihr ja gesehen hier, ne? Ich habe die jetzt hier unten verbaut. Warum ich das getan habe, da kommen wir noch mal im Fazit drauf zurück. So, habe ich mir hier unten Lüsken, habt ihr alles schon gesehen. So, bin dann quasi hier unten her. Und bin dann hier unten nach vorne gelaufen. Moment, ich lege ihn nochmal kurz drunter für euch. Oh Mann, was eine Quälerei, ey. So, könnt ihr das sehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das hier in so einem Leerrohr verlegt. Das geht quasi bis fast ganz nach vorne. Und jetzt komme ich wieder raus. Mei, oh mei, oh mei. Ja, ein bisschen dunkler wieder machen. Ne? So. Ja. Also bin ich quasi hier rumgegangen, hier rumgegangen. Hier war ein schönes Loch drin. Von eurer wahrscheinlich schon vorbereitet, war mit den Stopfen drin, bin dann hier weiter rein und bin dann quasi hier hinten wieder rausgekommen im Fahrgastraum. Bin hier rum, darum, hier rum. Zum Himmel, beziehungsweise unter dem Himmel. So, bin dann praktisch hier unter dem Himmel. Ja, hier so. Hier rausgekommen und stecke da drin. So, das ist die Rückfahrkamera. Und das war der Stromkabel. Stromkabel geht von hier, auch hier unter dem Himmel, hier an der A-Säule, hier hinter dem Cockpit vorbei und kommen dann hier unten quasi raus. So, da ist er. Warum? Warum ich da einen zusätzlichen, eine zusätzliche 12 Volt Steckdose verbaut habe, komme ich auch noch mal im Fazit dazu. So. Jetzt, Wetter hat umgeschlagen. Ich wollte es eigentlich fahren und euch die Aufnahmen zeigen, vorne wie rückwärts oder vorne wie hinten. Ja, müssen wir mal gucken, wie das Wetter sich jetzt gerade entwickelt. Alles klar. So, anschnallen, die Fahrt beginnt. An. Ja, so sieht es dann aus der Sicht des Spiegels aus, des Fahrers aus. Und ja, mal kurz den Rückwärtsgang eingelegt, dann sieht man auch diese
Einparkhilfen. Das Fazit. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht während des Einbaus und jetzt hier beim Fahren. Fazit: Shortow Spiegel-Dashcam. Als allererstes möchte ich euch noch mal kurz die unterschiedlichen Einstellungen am Spiegel zeigen. So, wir haben mehrere Möglichkeiten, den Spiegel einzustellen, beziehungsweise die einzelnen Bilder. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier irgendwie vernünftig hier reinkriege. Also, das ist jetzt das Bild nur von der Dashcam vorne. Hier, ne? Vorne. Dann kann ich hier einmal nur hinten einschalten. Dann kann ich hinten die Kamera nach oben rechts packen. Dann kann ich das alles switchen. Jetzt ist hinten das Hauptbildschirm, vorne die Dashcam. Ich kann es nebeneinander packen und wieder Ausgangsbildschirm. So, ja, alles gut. So, und damit kommen wir dann auch schon zum ersten Punkt, den ich beim Einbau erwähnt habe, warum ich die Kamera hinter das Nummernschild gepackt habe oder am Nummernschild gepackt habe. Weil ich kann dann auch die Dashcam Spiegel oder ja, dann kann ich auch den Spiegel endlich mal einen Nutzen abgewinnen, weil es gibt ja nichts Überflüssigeres als ein Innenspiegel beim Wohnmobil. Jetzt hat er auf jeden Fall seinen Nutzen gefunden. Und ja, ich kann praktisch digital einen Rückspiegel benutzen. Oder ich kann ihn als digitalen Rückspiegel benutzen. Sagt man digital? Keine Ahnung. So dass ich den rückwärtigen Verkehr während der Fahrt auch beobachten kann. Tippidi-top. Ganz klar. Erster positiver Punkt. Der nächste Punkt wäre die Sicherung. Und zwar habe ich ja eine zusätzliche 12 Volt Steckdose verbaut. Und das musste ich tun, weil die in den normalen Zigarettenanzünder dieser Anschluss nicht reingeht, beziehungsweise der geht rein, hält aber nicht. Der ist irgendwie zu lang oder ja, ich sage jetzt mal vielleicht moderner als das, was ich hier im Auto habe. Auch tippidi-top. So, was steht noch auf meinem Zettel? Was natürlich auch super top ist, der Preis. Das Ding kostet bei Amazon 59,99. Kommen wir mal zu den etwas negativeren Aspekten, Eindrücken, wie auch immer. Ihr habt gesehen, da steht GPS drauf. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine Erweiterung für das, was noch kommt oder für das, was mal war. Keine Ahnung. Ich will es jetzt auch jetzt nicht so negativ ankreiden. Ich habe mit GPS nichts gesehen. Weder bei den Aufnahmen noch sonst irgendwie was. Ob da irgendwelche Daten mitgeführt werden, keine Ahnung. Okay, das nur mal am Rande. Also ich weiß nicht, warum da GPS draufsteht. Nicht, dass ihr glaubt, das Ding kann irgendwelche Aufzeichnung starten oder Wegrouten mit aufnehmen. Also ich habe es nicht gefunden. Kommen wir mal direkt zu der SD-Card. Ich habe die eingelesen. Da ist mir aufgefallen, auf den Mac ist es nicht zu lesen, aber auf dem Windows-Rechner durchaus. Also, wenn ihr nur auf Mac unterwegs seid, dann herzlichen Glückwunsch. Nein, ihr könnt es nicht auslesen oder ich habe es zumindest nicht kapiert, wie es geht. An meinem Mac ging es nicht. So. Was allerdings schon ein bisschen blöd ist, die Rückfahrkamera selber ist nicht einstellbar. Ich habe da diese Verbindung, dieses Metallblech da dran, das kann ich dann verbiegen. Dann ist die Einstellung auch da, aber irgendwie so ein Schräubchen, Rädchen, irgendwie was zum Ausrichten gibt es nicht.
Ja, ihr habt die Bilder gesehen. Ich glaube, die Kamera macht genau das, was sie machen soll. Sie zeichnet sehr gut auf, meiner Meinung nach. Ruckelfrei, störungsfrei, wie auch immer. Ich bin zufrieden. Ich kann es nicht anders sagen, ich bin zufrieden. Der Einbau ist, ehrlich gesagt, Pillepalle, ist Plug and Play. Alles wunderbar, alles supi. Das soll es mal gewesen sein für mein Fazit. Kurzzeit-Fazit, persönliche Meinung allerdings auch, ja. Natürlich, ich fahre jetzt da ja mit. Ich habe nächste Woche nochmal so eine Business-Camping-Tour und lasse ich komplett durchlaufen, das Gerätchen. Und die Aufzeichnung gucke ich mir auch an. Was ich jetzt noch vorhabe, mal nachts zu schauen, wie es da ist, wie da die Qualität ist, wie da auch der die Rückfahrkamera, die hat da so vier solche Lämpchen dran, ob das alles was bringt, keine Ahnung, werden wir sehen. Also, ich gehe mal davon aus, ich mache nochmal in einem gewissen Abstand nochmal ein Langzeitfazit, ja? So, also, da kommt nochmal was dazu. Wenn das Video für euch informativ war, interessant war, könnt ihr mir das auch gerne mal zeigen mit einem Daumen hoch, würde mich extrem freuen. Wenn ich was vergessen haben sollte, wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit, ich versuche die so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten, bleibt sauber, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.